Hallo liebe Leute und willkommen bei Me Improved. Hier geht es endlich weiter mit dem Q&A zum Thema Bewegung und Mobilität. Heute die Frage, was ist gute Ausdauer? Meine Frage betrifft das Ausdauertraining, fragt Johannes, glaube ich. Mir fehlt für die Ausdauer der Bewertungsmaßstab. Was ist eine gute Balance zwischen Kraft und Ausdauer? Was ist der Me Improved Ausdauer Standard? Welche Faustregeln kann man anwenden? Zeit und Energie begrenzt, zum Beispiel auf eine Stunde täglich, eine Balance zwischen Kraft- und Ausdauertraining zu finden. Das sind zwei Fragen in dem Sinne. Eine bezieht sich, okay, was ist überhaupt Ausdauer und in welchem Verhältnis steht Ausdauer zu anderen Dingen? Also hier ist das Beispiel natürlich Kraft, aber man könnte auch zum Beispiel ganz andere Sachen nehmen, wie Bewegungsvielfalt, Mobilität, den Rest des Lebens. Also in welchem Verhältnis sollte ich Ausdauertraining dann eben einplanen zu meinem Beruf? Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel selbstständig bin und dann eben viel arbeiten muss, wenn ich gerade mein Unternehmen aufbaue, wie viel ist da sinnvoll und so weiter? Also es geht einerseits um die Sache selbst und das Verhältnis der Sache selbst, also der Ausdauer. Fangen wir erstmal an mit der Ausdauer. Also ich kann die Frage hier alles andere als umfassend beantworten, weil das im Grunde eines der Hauptkapitel von Bewegung und Mobilität, also dem zweiten Band des Lebenswandelsprojektes, dann eben wäre. Also werde ich hier abkürzen. Erste Frage, was ist überhaupt Ausdauer? Es gibt einmal lokale Ausdauerkomponenten, also die beziehen sich alle auf etwas, das nennen wir einfach ganz allgemein Kraftausdauer. Und dann gibt es einmal die Ausdauer des Herz-Kreislauf-Systems, das ist sowas wie globale Ausdauer. Und jetzt nehmen wir mal einfach einen einfachen Zirkel an. Das heißt, ich mache Liegestütz, ich mache Klimmzüge, ich mache Kniebeuge. Ich kann aufgrund unterschiedlicher Dinge dann eben scheitern, sage ich einfach mal. So, das kann der Flaschenhals meiner Leistung sein. Ich könnte zum Beispiel was wäre, wenn mir die Kraftausdauer bei den Klimmzügen fehlen würde. Also das ist eine relativ hohe Last und irgendwann nach der 5., 6., 7. Runde kann ich nicht mehr die 10 Klimmzüge dann eben machen und dann muss ich den Satz immer wieder aufbrechen. Also dann mache ich erst 2, dann nochmal 2, dann nochmal 2, dann irgendwann nur noch Einzelklimmzüge und so weiter. Das limitierende System ist dann eben die Kraftausdauer entweder im Bizeps, im Latissimus, in der Griffkraft, wahrscheinlich eher in der Griffkraft. Und dann ist eben nicht das Herz-Kreislauf-System der limitierende Faktor. Etwas anderes wäre es zum Beispiel, wenn wir einen ganz langgezogenen Zirkel haben mit ganz wenig Lasten, bis wir irgendwann nicht mehr pusten können quasi. Ne? Also das heißt, wir würden immer dann, wenn der Muskel zumacht, wechseln wir die Muskelgruppe und trainieren eben weiter. Es gibt quasi etwas aus der Forschung, das heißt Central Heart Action Principle oder irgendwie so, weiß ich nicht mehr genau. Da geht es ums Zirkeltraining und die These ist dann eben, das Herz können wir einfach auch gut trainieren, indem wir einfach die Muskelgruppen abwechseln und dafür dann eben aber das Herz unter Dauerlast dann eben haben. So haben wir ein bisschen aus beidem und ich denke, das ist eigentlich ganz richtig. Da muss man natürlich nur die Intensität richtig finden. Man kann jetzt nicht immer auf Volllast gehen, weil das Herz quasi auch eine gewisse Entspannungsphase braucht, um die Kapillare, um die Kammern und um die Aorten, also die dicken Venen, einfach auch auf Dehnung zu bringen. Und dieser Dehnungsreiz, der ist eben auch Teil des Reizes. Und wenn man eben einfach nur den Blutdruck dauerhaft hochhält, dann kann das eben nicht gut expandieren und dann hat man andere Anpassungen. Deswegen hat man zum Beispiel beim Krafttraining auch Herztraining, aber die Herzwand wird dicker und beim Ausdauertraining wird das Volumen, das Pumpvolumen dann eben größer. Deswegen ist es aber auch sinnvoll, Kraft und Ausdauer dann eben zu kombinieren, um die Ausdauer des Herzens zu maximieren. Denn Krafttraining verbessert die Stärke, also die Dicke des Herzmuskels und die Dicke der Wände. Und eben Ausdauertraining vergrößert eben das Pumpvolumen. Was heißt es dann in der Praxis? Das heißt im Wesentlichen, okay, beides trainieren. Das Problem ist, also jetzt, es ist ja die zweite Frage. Welche Faustregeln kann man anwenden, um ein Minimalprogramm in einem Minimalprogramm eine Balance zwischen Kraft- und Ausdauertraining zu finden? Das Problem ist,
Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, ein Programm zu gestalten. Ich gebe einfach mal mein eigenes aktuelles Training als Beispiel. Mein Training sieht wie folgt aus. Also nur mein Training, sage ich einfach mal, also quasi was ich ganz bewusst mache und nicht Alltagsbewegungen sind oder so. Ich mache einen Satz am Anfang meines Arbeitstages, Loaded Stretching, quasi, also je eine Übung. Das sind, Moment, das sind Dislocates, das ist einmal plus vier, es sind fünf Übungen. Ich könnte eigentlich meine sechste dazu nehmen, egal. Das sind fünf Übungen, das sind ungefähr 10 Minuten quasi ununterbrochene Last. Dann mache ich alle 40 Minuten eine Pause und dann mache ich 2 bis 3 Minuten eine intensive Belastung. Das heißt, ich mache Handstandtraining und Hängen, was ich irgendwie immer im Eifer des Gefechtes vergesse und nicht immer, aber zu oft. Dann mache ich eine kleine intensivere Belastung. Das könnte zum Beispiel sein, 30 Burpees und 20 Mal Rudern in den Ring. Das könnte, Moment, ich gucke mal hier. Das könnte sein. Ach so, das könnte sein, dass ich einfach 10 Thruster mache. Das heißt, ich nehme einfach meinen 20 Kilo Medizinball, so einen Vorhalte, mache damit Kniebeuge und stoße den eben über Kopf, beziehungsweise werfe ihn also ein bisschen unter die Decke. Und mache dann als zweite Übung versetzte Klimmzüge. Quasi eine Art Ganzkörpertraining, aber nur mit einem Satz und mit einer höheren Wiederholungszahl. Also irgendwo zwischen 15 und 50, sage ich einfach mal. Und dann mache ich noch 10 bis 30 Sekunden Dehnen der Hauptmuskelgruppen und dann bin ich damit durch. Mittags mache ich Krafttraining. Das Krafttraining dauert nicht so lange. Das ist einfach ein einfaches Ganzkörpertraining mit so 7 bis 10 Sätzen pro Muskelgruppe. Und manchmal noch ein paar, also manchmal, also ein paar Ergänzungsübungen sind dabei, also in unterschiedlicher Länge. Nachmittags wiederholt sich das Spiel mit den Zwischenroutinen und am Abend mache ich einen Zirkel, der dauert dann so 10 bis 20 Minuten. Dazu habe ich natürlich viel Bewegung mit meinem Hund. Das bedeutet, ich bin mittags 1 bis 1,5 Stunden mit dem draußen. Ich bin morgens circa 45 Minuten mit dem draußen. Das heißt, für mich einfach nur viel gehen. In einem einigermaßen zügigen Tempo, also weil mein Hund leider Gottes ein bisschen sehr sportlich ist. Und abends dann nochmal so 30 Minuten, würde ich sagen. Also meistens auch länger, aber ich probiere es halt drunter zu halten, einfach weil ich nicht so viel Zeit investieren kann. Und das bedeutet, ich habe einfach sehr viel Alltagsbewegung, also durch das. Und jetzt gucken wir uns mal an, was so die Empfehlungen sind. Es gibt eben so die Empfehlung, man sollte insgesamt circa, sagen wir mal, 2 Stunden Training, also Ausdauertraining pro Woche machen. Aber was ist denn eben, wenn man schon mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt? Dann hat man, sagen wir mal, 2 mal 20 Minuten, 5 Tage die Woche und dann macht man vielleicht noch am Wochenende irgendwas Aktives. Dann ist das Grundlagenausdauer-Ding, sage ich einfach mal, schon gesetzt. Also Grundlagenausdauer heißt einfach nur, okay, ich bringe das Herz durch eine milde Belastung über etwas längeren Zeitraum einfach auf Touren und setze dadurch eine Basis. Mehr ist Grundlagenausdauertraining eben nicht. Dann kann es vielleicht sein, dass das Sportprogramm in dem Falle darauf begrenzt sein kann, dass man eben vielleicht dreimal die Woche für 20 Minuten Zirkeltraining macht, also was sehr intensives oder auch Intervalltraining oder so. Dann ist wiederum auch die Frage, okay, was ist der, also ne, wie kann man da Orientierung finden? Also der Punkt ist abgeschlossen, ne? Also die Konklusion, also der Schluss ist eben, es hängt ganz stark vom Lebensstil ab, also wo man irgendwie Lücken auffüllen muss. Nehmen wir mal an, man ist Josef Barth und hat dann eben abends 2,5 Stunden Training, dann kann es sein, dass man gar kein Ausdauertraining braucht. Also wenn man eben einfach eine Weise des Lebens und des Trainings hat, dann muss man das vielleicht gar nicht machen. Vielleicht ein einfach anderes Beispiel wäre, wenn man einfach Waldarbeiter ist und man ist 8 Stunden auf den Beinen. Dann braucht man also braucht man ganz, ganz, ganz wenig. Dann braucht man allenfalls, nee, da braucht man einfach, ich würde sagen, also wenn man richtig Waldarbeiter ist und einen Knochenjob macht, also jetzt nicht gerade irgendwie Waldarbeiter ist und im Wald nur die Bäume zählt oder so, dann braucht man kein Ausdauertraining. Also zumindest die Tage, die Wochenenden,
die ich dann im Wald Holz gehackt habe und geschleppt habe mit meinem Vater. Da war meine Ausdauer, also genug trainiert, sage ich einfach mal. Und jemand, der einfach nur im Büro sitzt und mit dem Auto zur Arbeit fährt, das heißt auch noch lange Sitzzeiten hat, der profitiert nicht unbedingt nur von einem gewöhnlichen Ausdauertraining für seine Ausdauer, also zum Beispiel, wenn er einfach vor der Arbeit 30 Minuten joggt, sondern er profitiert ganz stark davon, dass er eben seine Sitzzeiten aufbricht, weil zum Beispiel die durch dauerhafte Sitzzeiten erhöhten Entzündungsprozesse dem Körper stattfinden. Also es gibt im Grunde bestimmte Mechanismen, wie der Körper dann eben Entzündungen drückt, und die werden etwas aufgehoben, also durch halt Inaktivität. Stehen ist übrigens auch nicht viel besser, also es geht da wirklich um Bewegung. Und deswegen kann es in dem Sinne keine Faustregel für ein Minimalprogramm dann eben geben. Das ist halt ganz stark abhängig davon, wie man drauf ist, was man macht. Also allein schon, dass manche Leute einfach ständig aufstehen und kurz mal was machen, ist schon ein ganz entscheidender Unterschied. Kommen wir zu der anderen Teilfrage. Okay, was wären so der Meme-Proofed Ausdauerstandard? Für einen jungen Mann, sagen wir mittlerer Größe, mittleren Gewichtes, sage ich einfach mal, also mittlere Veranlagung. Wohlgemerkt, das muss man hier auch anpassen. Ne? Also ich bin jetzt 1,93 groß und gut, ich bin auch kein junger Mann mehr, aber sagen wir mal, ich wäre ein junger Mann, ich bin 1,93 groß und 105 Kilo schwer, dann für mich muss ich das ein bisschen anders gestalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, 100 Burpees unter 7 Minuten ist ein gutes Maß für eine, sagen wir mal, gute, aber jetzt nicht ungewöhnlich stark ausgeprägte Ausdauer in dem Bereich, dann, wie soll man sagen, also Leute, die halt 2 Meter groß sind, die kriegen es halt nicht gebacken. Wenn jemand eben 1,70 groß ist und 65 Kilo wiegt und der 7 Minuten für 100 Burpees braucht, trotz Training, dann ist irgendwie, muss er sich halt mehr anstrengen oder hat vielleicht ein gesundheitliches Problem oder so. Ich würde sagen, ein guter Hinweis darauf, dass man es richtig gemacht hat, ist, wenn man 30 Kilometer joggen kann, das heißt durchjoggen, nicht in einer guten Zeit oder so. Zweitens, mindestens 60 Liegestütz. Drittens, mindestens 150 Kniebeugen am Stück, also jetzt nicht, dass man, ne, sondern einfach nur hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter, wenn man jetzt oben mal eine halbe Sekunde irgendwie braucht, um sich einmal zu resetten oder so, ist egal. Und eben die 100 Burpees unter 7 Minuten. Ne, das 130 Kilometer joggen können, das bezieht sich einfach auf das Herz-Kreislauf-System, die mindestens, was habe ich gesagt, 50, 60 Liegestütz sind eben Kraftausdauer, 100 oder 150 Wiederholungen Kniebeuge sind auch Kraftausdauer und die 100 Burpees unter 7 Minuten sind dann eben quasi so eine Art ungefähre Näherung zu einer allgemeinen Ausdauer, sage ich einfach mal. Aber eine andere Weise, an diese Frage heranzugehen, wäre zu sagen, okay, was ist das Limit des menschlich Möglichen und wie viel kann ich eben mit relativ wenig Arbeit dann eben davon erreichen? Ich würde sagen, das stimmt, also das kann man erreichen, also durch vielleicht 45 Minuten, eine 45-minütige Trainingseinheit am Tag, wenn der Rest des Lebens dann eben stimmt. Eine andere, also eine sagen wir, individuellere Weise, eben Standard zu finden, ist einfach Eigenstandard zu finden. Also es gibt bei Ausdauer würde ich sagen, habe ich noch keinen richtigen Meme-Proofed Ausdauerstandard. Also es gibt Sachen, wie soll man sagen, es gibt Sachen, die sollte man einfach können, die vom Alltag her ableitbar sind. Das bedeutet, wenn man eben umzieht und sagen wir mal einen Tag lang Möbel schleppt und man macht ausdauermäßig da schlapp, dann ist das ein Problem. Also wenn man keine Wandertour machen kann, wenn man nicht einfach mal 6 bis 10 Stunden lang gehen kann, also ohne dann am Ende wirklich alle 30 Minuten mal eine Pause zu machen, ist das ein Problem. Aber da spielen natürlich auch mehr Faktoren mit rein, zum Beispiel beim Wandern eben die Fußmuskulatur. Also wenn die schlecht ausgeprägt ist, dann wird das Laufen irgendwann einfach auch zu Quark.
Ja, und die Ausdauer, die besteht dann eben aus entsprechend mehreren Komponenten. Also wenn ich zum Beispiel eine schlechte Rumpfstabilität habe, dann bin ich sehr ineffizient bei meinen Ausdauerbewegungen, sage ich einfach mal, und verbrauche entsprechend viel Energie. Mein Krafttraining würde meine Ausdauer verbessern. Fußmuskulatur, ganz großes Ding. Hornhaut an den Füßen, auch großes Ding. Was nützt es mir, wenn ich halt ein gutes Herz habe, wenn ich aber nach 10 Kilometern schon blutige Haxen habe und mir dann irgendwie einen Infekt hole und dann muss irgendwie, ne, mein Bockermann abgesägt werden, ist auch blöd. Die Frage ist, wie ist die Balance zwischen Kraft- und Ausdauertraining? Und ich würde sagen, je nachdem, wie viel Zeit man investiert, sieht das eben anders aus. Eine Person, die nur dreimal pro Woche Training macht, der würde ich sagen, das Verhältnis ist circa 4 zu 1 bis 3 zu 1. Also 4 zu 1 Krafttraining Ausdauer, 3 zu 1 Krafttraining Ausdauer. Das Training könnte zum Beispiel so aussehen, dass man eben 45 Minuten Krafttraining macht, also wenn das Training eine Stunde dauert, und dann 15 Minuten Kraftausdauertraining macht mit einer Komponente des Zirkeltrainings, sage ich einfach mal so, dass das Herz auch belastet wird. Das Krafttraining selbst kann man auch so gestalten, dass das Herz-Kreislauf-System gut mittrainiert wird. Das mache ich gerne mit Klienten, die Muskelaufbau trainieren wollen. Da achte ich darauf, dass die generelle Fitness mitgezogen wird durch einzelne Trainingsmodule. Die machen dann zum Beispiel auch 10 bis 15 Wiederholungen, dann immer als Supersätze, immer hin und her und dann vielleicht 4 bis 6 Sätze, sodass das Ganze halt auch so 10 bis 15 Minuten Ausdauerbelastung dann eben an und für sich dann eben darstellt. Und dadurch, dass halt frequente Ausdauerbelastungen dann auch kommen, hat man dann indirekt so eine Art langes Intervalltraining geschaffen, also wo man quasi im ersten Übungsblock 15 Minuten lang den Puls hochhält und dann wieder runterkommt, 15 Minuten den Puls hochkommt, wieder runterkommt, 15 Minuten den Puls maximal hält und dann wieder runterkommt. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das eben zu machen. Bei mir, ich kann das einfach mal sagen, also bei mir ist das Verhältnis von Ausdauer zu Kraft circa, ich würde sagen, 8 zu 1 bis 10 zu 1. Also ich investiere quasi 8 bis 10 Mal so viel in meine Ausdauer wie in die Kraft. Wie sieht das aus? Also ich meine, ich zähle jetzt einfach mal die Bewegung mit dem Hund dazu. Momentan sprinte ich wieder alleine, also ohne den Hund, um ihn halt an das Alleinsein auch zu gewöhnen, damit ich irgendwann mal vielleicht auch ein paar Stunden außer Hauses sein kann, ohne dass ich ein Loch im Sofa kriege. Davor war es dann zum Beispiel so, dass wir dann zweimal die Woche 3 Stunden rausgegangen sind, also mittags dann eben 3 Stunden. Und da habe ich dann mein Intervalltraining eingebaut, also zusammen mit ihr dann eben natürlich. Das heißt, ich habe im Grunde 3 Stunden lang Fahrtenspiel gemacht oder Fahrtleck, könnt ihr mal nachgucken. Fartlek heißt das, Fahrtleck. Abends mache ich immer Ausdauer- oder Kraftausdauertrainingsartige Sachen. Das kann auch sein, dass es zum Beispiel etwas ist, das man als Floorwork bezeichnen könnte. Ich nenne es eher organische Kraft oder organisches Krafttraining. Das geht in Richtung Kraftausdauertraining und oft ist das Herz-Kreislauf-System auch der limitierende Faktor dann eben. Krafttraining habe ich eigentlich nur mittags und zwar 4 Mal die Woche. Ansonsten habe ich Schnelligkeitstraining, ich habe motorische Sachen, also sprich Sprinten und also Sprungkraft und so. Der Sprungkraft, ja, also sag schnell, so schnell, ja, Agility manchmal auch, so Pendelsachen, solche Sachen dann eben. Und ich glaube, dass in dem Sinne die goldene, gleich muss ich niesen, die goldene, wie soll man sagen, die goldene, nicht die goldene Mitte, sagen wir mal, das Auge des Orkans ist die Schnellkraftausdauer. Die Fähigkeit unter Ermüdung Schnellkraft dann eben zu tätigen. Das heißt, das Herz schlägt schon 130, 140, 150 Schläge die Minute und dann setzt man eine Belastungsspitze. Das ist, würde ich sagen, der beste Weg, seine allgemeine Ausdauer zu trainieren und allgemeines Krafttraining auch zu haben. Unter diesen Voraussetzungen kann man kann man auch relativ stark werden in vielerlei unterschiedlicher Bewegung, jetzt nicht unbedingt, ne, die besten Kreuzhebeleistungen oder so erbringen. Aber man kann immer noch relativ stark werden. Das ist eben auch das, was Boxer zum Beispiel feststellen. Also, ne, weiß der Geil, wie viele tausende Schläge man da eben
jedes Training dann irgendwie setzt. Und klar, man macht ein paar Liegestütze und so weiter, aber die Kraftbasis bei Boxen am Oberkörper ist unheimlich hoch. Auch unabhängig von der Masse. Und das zeigt sich nicht darin, dass die das entsprechende Boxer dann einfach ne, sich einfach kalt irgendwie auf die Bank legen und dann ne, hunderte Kilo irgendwie dann Bankdrücken machen können, sondern die machen unheimlich schnell Fortschritte. Ne, das ist eben auch so ein Problem, dass eben die Grundfähigkeiten, die sind oft maskiert und die werden verdeckt von dem Mangel an spezifischer Fähigkeit zu irgendwas. Das heißt, der Boxer ist vielleicht stark im Oberkörper, ne, hat dicke Schultern, trainierter Bizeps, trainierter Trizeps und eine hohe neuronale Leistung, also kann den Muskel gut ansprechen, aber hat natürlich noch nie in seinem Leben Bankdrücken gemacht. Natürlich drückt er nicht viel, ne, aber hat dann natürlich einen unheimlich schnellen Fortschritt, weil die Basis dann eben stimmt. Tja, das ist jetzt hier, soweit sieht es mit der Ausdauer aus. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald, demnächst wieder das neue Q&A, beziehungsweise jetzt in einfach ein paar Tagen. Tschüssikowski.